Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch DayZ. In diesem kurzen Tutorial wird es darum gehen, wie ihr Wasser, ja, säubern könnt, erstmal ohne es abzukochen, sondern mit Hilfe von Chemie. Und ja, das werde ich euch jetzt zeigen. Ich lege erstmal die Flinte weg, lege ich mal hier her und zwar hier ran und nehme den Topf in die Hand. Da ist jetzt noch ein kleiner Gaskanister drin, lege ich auch zur Seite. Okay. Dann gehe ich hier zum Fluss. Sage auffüllen. Und jetzt füllt er den Topf mit Wasser. Dieses Wasser solltet ihr nicht trinken, denn davon könnt ihr krank werden. Wie reinigt ihr das? Ganz easy. Ihr habt hier diese Chlortabletten, die findet man häufig auf Jagdständen. Und da geht's dann, wie immer bei Desi, mit Kombinieren weiter. Und jetzt sagt euch das kleine Display: Chlortabletten aufbereiten. Ja, und das tut ihr. So, und mit diesem Topf, mit dem Kochtopf, habt ihr jetzt 2 Liter Wasser und das könnt ihr gefahrlos trinken, denn das Wasser ist pur. Also gleich mal einen Schluck aus dem Topf. Okay, fein. Ja, und dann könnt ihr auch den Gaskanister wieder reintun, den Topf in euer Inventar stellen, die Flinte nehmen. Ja, und das soll es für dieses Tutorial gewesen sein. Wie desinfiziere ich Wasser, könnte man sagen. Also, wie reinige ich das Wasser? Und wir werden noch ein Tutorial machen, wo ich das Wasser abkoche. Mir fehlt dafür gerade noch ein Tripod, aber den werde ich finden. Zeigen wir in einem der nächsten Tutorials. Ja, das war's. Bis dahin, macht's gut, bye bye.